Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und ab jetzt werden dann auch wieder täglich neue Videos kommen. Und ich bin jetzt auch das erste Mal in Season 2 drin, habe mir gerade den Battle Pass gekauft. Sieht auf jeden Fall alles ganz nice aus, muss ich allerdings dann heute Nachmittag alles erkunden. Ich denke mal, ich werde dort auch live streamen. Checkt dazu gerne mal den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal und ihr könnt natürlich gerne auf dem YouTube-Kanal ein Abo da lassen und dieses Video kommentieren, teilen und bewerten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir den Mystanias Skin. Das ist die weibliche Version vom Crypto Skin. Und irgendwie bewegt sich das viel zu schnell, das Drehen. Früher war das immer so ganz extrem langsam, wie man die Skins gedreht hat. Und jetzt muss man wirklich nur ganz leicht bewegen. Ist ein bisschen weird, aber okay. Das Skin an sich sieht eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den Vertex Skin. Dann Rasierschnittig. Dann den Vorreiter Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier das Sonnensoldaten Set mit dem Sonnenvogel. Natürlich mit und ohne Maske. Der Effekt hier sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, der ist auch neu. Dann haben wir als nächstes den Hypno-Skin, die Axtec-Spitzhacke und den Sonnenaufgang-Gleiter. Als nächstes haben wir dann den Fennec-Skin, sieht eigentlich auch ganz cool aus, wollen sie auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die Beast-Schützen, dann heute neu die Karneval-Konfetti-Lackierung, schön bunt. Und das ist eine reaktive animierte Lackierung. Und reaktive Lackierungen werden beim Schießen animiert. Das heißt, die hat keine Animation, solange man nicht schießt. Ist auch Karneval 2020 Set. Das heißt, vielleicht werden wir noch ein paar weitere Skins zum Karneval bekommen. Ist ja jetzt, glaube ich, oder beginnt diese Woche irgendwie. Weiß ich aber nicht ganz genau. Dann haben wir den Capoeira Emote. War, glaube ich, schon relativ lange nicht mehr im Shop. Als nächstes haben wir den Setz dich doch Emote. Und dann haben wir noch das Toucan-Banner, was man allerdings nur verschenken kann. Das heißt, ihr könnt das nicht für euch selbst kaufen. Das war's dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.